Hallo, wir gucken heute auf ein sehr, sehr gutes Deck für die Ritter Royal Challenge. Und nämlich, es hat den Balloon, es hat den Riesen, es hat den Baby Dragon und so weiter und so fort. Ihr seht es ja, es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Deck. Ich habe damit auch schon die Retro-Challenge gewonnen und jetzt wollen wir uns das Deck mal in Action angucken. Also, bis gleich. Alter, was ist Phase, Mann? Schon deine Stimme zu hören. Fantastic. So, und direkt rein ins erste Match gegen den Snow von einem asiatischen Clan. Ja, das ist das Deck, was ich aktuell spiele in der Retro-Challenge. Es ist echt ziemlich stark. Vor allem natürlich der Aspekt, du hast den Riesen, du hast den Ballon und du hast den Wutzauber. Wenn du die drei Sachen aufs Spielfeld bekommst, dann ist es richtig stark. Und vor allem, das ist jetzt jemand mit sehr, sehr viel Kleinkram. Da kommt mir eigentlich sogar der Baby Dragon und sogar noch der Magier. Kommt mir richtig gut dann eigentlich da. Ja, passt ganz gut, muss man sagen. Wir werden es aber jetzt noch sehen. Wobei es natürlich auch immer schwierig ist. Du musst dich echt so ein bisschen umgewöhnen. Magier ist wieder sehr stark. Natürlich, die Kanone spielt auch eine Rolle. Sehen wir jetzt ja hier die Kanone gegen das Schweinchen. Er versucht dann natürlich auch immer wieder seine kleinen Truppen durchzubringen. Nimmt den Freeze. Der ist mir aber in diesem Fall erstmal komplett egal. Denn ich weiß, ich habe jetzt 7 Elixier. Kann jetzt auf der linken Seite pushen. Und wenn ich einmal durchkomme, dann ist der Turm down. Wir sehen das jetzt. Der Turm von mir hat noch 1200. Was eigentlich okay ist. Denn das ist auf jeden Fall ein Deck, mit dem du auch sehr, sehr oft 3 Kronen holst. Und dann ist es scheißegal, wie viel der Gegner holt. Wenn du vorhin die 3 Kronen holst, natürlich so. Da ist nämlich jetzt unser Kollege Riese. Und jetzt kommt, er setzt jetzt die Kanone. Das ist jetzt schon komplett egal. Denn wir sehen das jetzt hier. Ich kann die Pfeile setzen. Zack, seine Lakaien sind down. Der Ballon ist durch. Und wir sind schon jetzt bei 1500. Jetzt kann er nochmal, jetzt wirft er nochmal sein Bömmchen. Jetzt wird er gleich nochmal sein Bömmchen werfen. Und dann ist der Turm jetzt down. Dann ist der Turm down. Und dann sind wir 1-0 in Führung. Das Deck ist echt stark. Er will immer wieder den Freeze setzen, natürlich. Ja, die Kanone war total scheiße. Das war noch dümmer. Da habe ich den Feuerball gesetzt und habe dadurch den Schweinereiter aus dem Radius rausgeboxt. aus dem Radius rausgeboxt von der Kanone. Das war selten dämlich. Aber ich hatte es euch gesagt, wir müssen nur vorne durchkommen, dann ist das hinten scheißegal. Denn wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum nächsten Push, nämlich wieder mit unserem guten alten Freund, dem Riesen. Wir setzen den Riesen jetzt wieder gleich auf die rechte untere Seite. So, mal gucken. Aber er hat auch noch ein paar Karten, aber das ist jetzt erstmal egal. Es ist nur so Kleinkram. Da kann ich auch den Magier sehr gut gebrauchen. Wir sehen das jetzt hier gleich. Der Magier wird jetzt gleich sich erstmal um alles kümmern. So, Magier kümmert sich. Das ist echt gut. Der Magier kümmert sich um das ganze Kleinzeugs. Er kommt zwar jetzt durch mit seinem Schweinchen, aber es reicht dann auch nicht für den Turm. Und wir können jetzt auf der anderen Seite schön wieder unseren Ballon setzen. Und bis der Riese tankt einfach so genial. Der Riese tankt so genial und zack, das Ding ist jetzt down. Die laufen durch, aber sie können gar nichts machen. Sie konzentrieren sich jetzt sogar noch da drauf. Der Turm ist jetzt wieder schon angeschlagen. Ja, nicht ganz, hat nicht ganz gereicht. So, 1400. Ah, kommt er noch einmal durch? Er ist sogar noch einmal durchgekommen. 1300. Jetzt kommt Push Nummer 3. So. Er setzt wieder. Wir können wieder den Magier setzen, schön. Und das wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Jetzt hat er zwar den Freeze gesetzt. Reicht so gerade eben wahrscheinlich für den Turm. Ja, es reicht so gerade eben für den Turm. Aber wir können auf der rechten Seite wieder durchpreschen. Können jetzt wieder den Wutzauber setzen. Können die Pfeile jetzt sogar nochmal setzen, um das Kleinzeug wegzumachen. Er setzt seine Bombe. Zack, gewonnen. 3 Sekunden noch übrig. Er kann nicht mehr durchkommen. Er kann das Schwein... Er wollte das Schwein noch setzen, aber er kam nicht mehr durch. Er kam einfach nicht mehr durch. So, Spiel Nummer 2 gegen den Lorenzo von The Giant Lon. Und er hat eigentlich ein Deck, was meinem gar nicht mal so ganz so fern ist. Er hat auch den Wutzauber, er hat den Feuerball, er hat den Ballon, was sehr, sehr stark ist. Was macht er jetzt? Er hat das Fass schon in der Hand, das Koboldfass. Dafür habe ich natürlich die Pfeile mit. Für das Koboldfass habe ich die Pfeile mit und jetzt... Ah, das ist eigentlich ein ganz interessanter Push, den er da spielt. Er versucht das nämlich jetzt so. Ich habe erstmal den Riesen gesetzt, um eigentlich so ein bisschen das Koboldfass abzulenken. Habe jetzt noch mich dazu entschieden, den Baby Dragon zu setzen, aber er wird auf jeden Fall durchkommen mit dem Ballon. Ja, der Ballon hat einen Schuss hingekriegt, 900 hat der Turm noch, jetzt hat er noch 700, alles noch okay. Wir haben jetzt 3 Stück. Er setzt jetzt den, aber der Inferno-Turm konzentriert sich erst nur auf den Baby Dragon und das ist unser großer Vorteil, denn jetzt kann der Riese den schön kaputt machen. So, Riese hat noch die Hälfte seiner Trefferpunkte. Er setzt den Feuerball, das bringt erstmal gar nichts. Unser Ballon ist durch, er hat den Sepp noch gesetzt, hat also ziemlich viel Elixier im Grunde noch verschwendet. Zack, Turm ist jetzt schon down. Und er hat den Elixier-Vorteil, den er hatte, hat er verbraten, indem er den Feuerball gesetzt hat, indem er den Sepp noch gesetzt hat, was im Grunde gar nichts geholfen hat. Wir sind durch, liegen jetzt einzeln in Führung, können uns jetzt gleich im Grunde ganz schnell wieder, können uns ganz schnell wieder darauf konzentrieren, auf den linken Turm. So. Er setzt jetzt wieder das und ich habe gar nichts gemacht. Ich habe jetzt nur die Pfeile gesetzt für sein Koboldfass, weil ich genau wusste, er wird sich den Turm holen.
Aber es ist mir jetzt auch erstmal egal, denn wir wissen, wir können jetzt auf der linken Seite richtig durchpushen. Und ob er sich jetzt den rechten Turm da holt, früher oder später, hätte er es eh gemacht. Ich weiß natürlich, er setzt den Inferno-Turm. Deswegen werde ich jetzt den Ballon auch schon auf die rechte Seite setzen. Ganz nah an den Inferno-Turm dran. Und jetzt habe ich gleich wieder den Wutzauber. Und jetzt wird gleich der Ballon und der Ballon und der Baby Dragon, der jetzt ja noch tankt, schön, kommen sie wieder durch. Er setzt den Magier, was ihm nichts bringt in diesem Fall. Der Turm ist down. Der Magier ist jetzt sogar noch angeschlagen. Ah, das war Pech. Das war echt Pech. Der Magier hat noch ein ganz Fitzel seiner Trefferpunkte übrig behalten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich weiß, er setzt jetzt gleich das Schweinchen und zack, da können wir jetzt die Kanone setzen. Ja. Schwein und Wut, finde ich, ist sogar gar nicht mal so eine extrem gute Kombination. Habe ich die Pfeile noch unten hingesetzt, hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht, denn er wird sich ja den mittleren Turm nie im Leben holen. Jetzt hat er den Feuerball für den Magier verbraten, der Magier hat seine Schuldigkeit sowieso getan. Jetzt können wir uns in aller Ruhe auf den mittleren Turm konzentrieren. Fangen jetzt nämlich direkt oben an mit der super Kombination. Setzen jetzt wieder den drauf. Diesmal kommt er gar nicht so schnell hinterher mit seinem Inferno-Turm. Und er entscheidet sich für das Schweinchen. Was ein Fehler war, denn 3-1 haben wir gewonnen mit diesem Deck. Ich muss sagen, das Deck gefällt mir gut. Das Deck gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das probiere ich bei Fredo Nord mal aus. Das ist wirklich ein sehr, sehr solides Deck. Vor allem auch in der Verteidigung. Du kommst ganz gut zurecht. Du musst halt nur aufpassen, wenn du die Kanonen setzt und den Magier, dass die nicht so ganz dicht beieinander sind. Falls halt jemand dann einen Feuerball da drauf drischt, ne, dann hast du schlechte Karten. Da musst du ein bisschen aufpassen. Und wir spielen noch gegen Ricardo Lopez Jr. von Mexico Forever. Und das ist Spiel Nummer 3. Was ich jetzt mal so rausgesucht habe, exemplarisch. Und er spielt auch ein Deck mit der Skelett-Army. Das ist sehr interessant. Die ist für mich gar nicht mal so einfach zu verteidigen. Er setzt die Musketierin oben hin. Wir setzen unseren Riesen. Ich hatte in dem Sinne erstmal nichts anderes. Was setzt er jetzt? Er setzt jetzt wahrscheinlich doch den... er hat den Magier schon in der Hand. Wird er den Magier jetzt noch hinterher spielen? Er spielt ihn noch, aber ich habe den Feuerball noch. Ich musste jetzt ein bisschen warten. Hatte leider nicht den Radius. So, immerhin haben wir den Magier noch ein bisschen erwischt. Der Magier ist immer noch am Leben. Allerdings wusste ich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon, ich komme mit dem ersten Push erstmal nicht durch. Das ist jetzt auch ziemlich gefährlich. Denn er setzt jetzt... das ist auch ganz interessant gemacht eigentlich. Er setzt die Skelett-Army, weil er will, dass ich die Pfeile verbrate. Das, was ich ja auch getan habe. Ich habe die Pfeile verbraten dafür und er konnte dann das Fass setzen. Zum Glück hatte ich noch den Magier. Leider, jetzt wieder so... Das sind so die Kleinigkeiten. Der Inferno-Turm war noch nicht ganz down. Bedeutet, ich konnte mit dem Magier seinen Hauptturm noch nicht attackieren. Wir sind leicht in Führung. Ist aber noch nicht viel passiert in diesem Spiel. Er kann jetzt zwar ein bisschen Schaden machen an meinem Turm, ist mir jetzt aber egal, denn ihr wisst ja jetzt, was kommt. Er hat den Inferno-Turm oben nicht in der Auswahl gerade, hat ihn gleich. Wir können jetzt aber den Ballon setzen, haben gleich den Wutzauber noch dabei. So, alle drei zusammen. Zap ist auch gar nicht mal schlecht bei diesem Deck von mir übrigens. Habe ich mich aber dagegen entschieden, einfach weil ich die Pfeile haben wollte, weil du mit dem Zap alleine kriegst du halt das Kobalt fast nicht down. So, jetzt kommt die Kanone. Wir sind oben fast durch. Ja, das ist wieder so. Das sind wieder so Nuancen, die uns da leider fehlen, oben, um den Turm down zu kriegen. Er hat noch 171. Das ist echt, dass ich Pech hatte sogar. Ich hätte sogar teilweise 1, 2, 3 HP noch übrig bei den Türmen. Das ist auch ein bisschen ärgerlich. Aber es geht dann trotzdem. Denn wir pushen jetzt weiter durch und pushen jetzt auf der rechten Seite, denn ich weiß, ich brauche nur den Feuerball. Und er tut mir jetzt sogar noch den Gefallen und setzt seine Musketierin dahin. Kann ich jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Kann die Musketierin ein bisschen anschlagen. Und jetzt kann ich den Magier setzen. Jetzt setze ich natürlich den Magier dahin, ist klar. Er hat das Schweinchen noch. Ist aber auch egal, denn wir haben sowohl den Magier als auch den Baby Dragon. Ich habe die Kanone sogar noch dahin gesetzt, was eigentlich nicht so ganz so schlau war. Aber es reicht. Es wird reichen. Und jetzt kann ich wiederum... Aber jetzt kommen erstmal die Pfeile natürlich noch. So, die Pfeile gegen das Kobold fassen. Jetzt kann ich wieder den Riesen setzen auf die rechte Seite. Es ist so einfach eigentlich. Aber du musst es auch halbwegs gescheit spielen. Da muss ich jetzt zum Beispiel den Feuerball... Habe ich den Feuerball sogar noch gesetzt? Ich weiß es gar nicht. Ah, nee. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, selbst wenn er sich jetzt den Turm links holt, dann wird er sich den rechten Turm auf keinen Fall mehr holen und den mittleren schon mal gar nicht. Von daher brauche ich ja jetzt nur den rechten Turm von ihm zu holen und dann haben wir gewonnen. Und das sieht ganz gut aus jetzt. Allerdings war das Spiel auch ein bisschen knapper. 1700 noch. 900, 700, 400. Ah, das war knapp. Hätten wir es fast schon direkt geschafft. Aber wir müssen noch ein bisschen nachsitzen in diesem Spiel. Was hat er jetzt wieder? Er hat wieder die Musketierin ausgewählt. Ich weiß natürlich, er wird gleich hundertprozentig noch den Inferno-Turm setzen. Denn selbst wenn er jetzt noch das Kobold verschmeißt, das ist mir total egal. Das wird nie im Leben reichen.
Das wird nie mehr reichen, das Kobaltos, um den Turm down zu kriegen. Und das war geil. Er setzt den Inferno-Turm dahin, aber der Ballon fliegt einfach dran vorbei, weil die Reichweite nicht stimmt. Und wir haben gewonnen. Das Deck ist wirklich super. Und Leute, schreibt mir mal gerne euer Deck, was ihr gerade spielt, in die Kommentare rein. Würde ich mich mal sehr freuen. Und schreibt mir mal, ob ihr was Gutes in der Magietruhe drin hat. Ich hatte nur Ranz drin, von daher lohnt es sich auch gar nicht, die aufzunehmen. Ja, und dann sind wir am Ende dieser Episode. Gratis hier in der Beschreibung. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben. Abonnieren natürlich nicht vergessen. Und bis später. Macht's gut. Tschüss.